Okay, das ist es nicht. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einmal einen Baum. Ne? Und dann schauen. Also es wäre schon schön, wenn es hier ein bisschen mehr. Alles klar. Moin, moin. So, ich will einen Baum machen. War ich nicht ein Baum? Hä? Pff, kann man hier rein? Oh. Und das ist ja Wald des Lebens. Oh, ein Dungeon. Was ist denn da los? Moosdrache. Ja, dann machen wir das doch mal hier. Neue Umgebung finde ich wunderschön. Guck mal, hier kann man auch Pilze machen, wenn man Bock drauf hat. Oh, himmlischer Offizier, Alter. Hier ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Ja, 815, da hätten wir eine. Aber das Problem ist. Oh, Algendrache. Shit. Shit, 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 shit. Das sind mir ein bisschen zu viele. Oh, was ist das denn? Riesige Alra. Oh mein Gott. Ja, nee, also hier ist ja ganz blöd. So. Oh. Alter. Ich bin gehypt. Ich bin gehypt, weil ich das noch nicht wusste, dass es diese Mobs hier gibt. Finde ich gut. Oh, hier sind viele. Hier könnten wir eigentlich bleiben. Oh. Ethischer Pilz. Joa, ich sag mal so, wenn wir jetzt von jedem einen Drop bekommen, ist das vollkommen okay. Und wir werden hier auf jeden Fall bleiben. Weil ich finde, das ist okay. Das ist wirklich okay. Wenn die jetzt auch relativ zügig spawnen. Da haben wir ein schönes Levelgebiet. So. Okay, der ist nicht gef. Doch! Sehr schön. Wir schauen mal. Also, ich werde die jetzt erstmal beseitigen. Die nehmen halt ordentlich Damage. Das ist schön. Und dann schauen wir mal, ob die schnell spawnen. Sehr schön, sehr schön. Also bis jetzt hat immer alles einmal gedroppt. Wald des Lebens. Ich will nur mal schauen, ob ich da reingehen kann. Nein, 107 bis 150. Es kommt bald ein neues. Bald vor allem. Kommt auf jeden Fall. Okay. Okay. Mit dem himmlischen Verteidiger, das nervt ganz schön. Boah, hier sind viele. Oh, sind hier viele. Das ist gut. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. So, ja, mit denen jetzt ist gut. Also wir können das schon mal ein bisschen anfangen hier, ne? Weil, ich sag mal so, 115 davon ist ganz schön happig. Gut, wir haben natürlich jetzt noch ordentlich Zeit, in denen wir die Amus nutzen können. Okay, der hat nicht skippt. Schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, ich dachte schon, irgendwie keine Ahnung. Gut, das ist schön. Dann bleiben wir, glaube ich, hier, weil der Ort ist eigentlich ganz chillig. Okay, ethischer Pilz, sehr schön. Können sogar noch ein paar Mana-Tränke farmen. Das ist gut.
So, Lieben, ich würde sagen, ich werde das hier erstmal unterbrechen. Schöne Gegend, muss ich sagen. Ich habe das nicht gewusst, dass... Komm ich hier, Alter. Oh, hätte ich das gewusst. Na, egal. Beim nächsten Mal. Ich sag mal, die müssen wir nochmal machen. Und das machen wir auch noch. Da bin ich gehypt. Da habe ich Bock drauf. Zauberer machen wir ein bisschen Sorgen, aber das kriegen wir schon gebacken. Gut, Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Sibi. Tschüss. Ja, hallo, Leute. Hier ist der Sibi. Willkommen zurück. Ja. Ich bin gerade gespawnt und hab erschreckende... Also das waren ganz viele Mobs und das war mir nichts. Ja, eigentlich wollte ich schon vor online kommen. Problem in der ganzen Sache war oder ist. Ja, keine Zeit. Ich musste noch was erledigen. Und dementsprechend ist natürlich Amos abgelaufen. Dementsprechend haben wir jetzt deutlich weniger Damage und Death. Das ist sehr blöd und sehr schlecht. Und ja, versuchen wir unser Glück. Ne, die Buffs sind ja auch vorab gelaufen, was ich sehr gut fand. Habe ich den jetzt auch? Nee, ne? Nee. So, und dann müssen wir... Der ist sehr schön. Rein theoretisch müsste ich mit Tefa holen. Also nur rein theoretisch. Und rein theoretisch machen wir jetzt einfach weiter. Ja, Gizmo ist online und White Sheep ist auch online. Und hier ist halt ein... Hier ist halt ein krasser Spot an sich eigentlich, aber ich glaube, da hinten ist noch ein besserer. Wir schauen einfach mal, ne, wie weit wir kommen. Ich habe schon Pasi gefragt, ob er Zeit und Lust hat, wie in der Gruppe, hatte ich ja erzählt. Und wenn wir das machen, das wäre sensationell. Ansonsten kann es auch sein, dass wir das noch nicht machen sollten, weil wegen und so halt. Genau, und ja. Aber schauen wir mal. So, ethische Pilz, sehr schön. Also ich sag mal so, wenn wir Hälfte, also wir müssen ja nicht immer bei jedem Mob einen Kill, einen Drop bekommen. Das ist vollkommen okay, wenn das nicht so der Fall ist. Aber wenn es halt ist, ist es halt gut, ne? So. Oh, Pasi hat eine Spannreich geschickt, das ist gut. So, satteln wir mal kurz die Pferde. Ich muss mal kurz mal runter machen, das seht ihr auch, ne? So, den mal. Den machen. So, okay, das sieht gut aus. So. So, ich glaube, da hinten war es auch ganz chillig eigentlich. Guck mal, da hinten ist auch noch. Alter, So, ich weiß jetzt nicht, ob Pasi geantwortet hat, zwecks. Mach es nicht. Oder, ja, kannst du machen. Oder, nein, heute ist eher schlecht. Heute habe ich leider keine Zeit. Da weiß ich noch nicht. So, machen wir mal so. Ich sag mal so, ne? Also, die hauen schon ordentlich einen rein und Amos ist halt so ein Item, was eigentlich essentiell ist, damit man eigentlich, also normalerweise eigentlich für PvP oder Raids halt, ne? Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Oder wenn man farmen will und schnell durchkommen will, dann ist es auch okay. Aber andernfalls zum Questen eigentlich eher nicht. Außer es sind halt wirklich tankige Bosse, Mobs halt und... Dann sage ich mal, ist es vollkommen okay, wenn man die macht. So, normalerweise hätte ich jetzt... Ach, komm, da sind auch noch welche. Das ist ein echt guter Spot. Ich weiß auch nicht, ob es noch einen besseren gibt. Aber der scheint mir eigentlich ganz... Ach, guck mal, hier ist noch eine. Das... Ei. So, die sind eigentlich geslowt. Oh, das war schon ziemlich knapp eine enge Kiste hier. Ich sag mal so, guck mal, die an sich, ne, zweimal AOEs, ne, und die machen, also die kriegen ordentlich Damage reingedrückt. Und das ist eigentlich echt voll okay und der Spot ist echt gut, muss ich sagen. War das gerade zwei auf einmal? What the hell? Ich weiß nicht, der Spot ist eigentlich echt geil, würden die Mobs hier schneller spawnen, ne? Das wäre sensationell, aber doch, machen sie, guck mal hier, Holz, Harz, Salbei, guck mal hier, kann man Salbei farmen. Das Gute ist, die haben halt eine große Reichweite, ne, also die
sind halt schnell aggro, ne? Das ist halt gut. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich gerade so viel aufnehme. Ich weiß gar nicht, ob das Leute genug angucken, ne? Weil ich habe immer so, ja, 100 Aufrufe ist eigentlich immer eine schöne Sache. Nur 100 Leute, das ist schon was. Und ja, jetzt zum Beispiel der aktuellste läuft gerade nicht ganz so gut. Ich weiß auch nicht, also YouTube ist auch irgendwie komisch im Moment. Das scheint irgendwie nicht hinzuhauen. Keine Ahnung, I don't know. Aber naja, ist wie eh gesagt eh nur zum Spaß und ich kriege eh keinen Penny von YouTube oder allgemein. Ich butter ja eh was rein hier und ja, ist okay, ne? Guck mal, das ging gut. Ja, das wird noch lange dauern. Guck mal, der ist so krass, ne? Uraltet. Also den werden wir auf jeden Fall nicht packen können. Das kann ich euch schon mal sagen, weil der einfach. Oder der hier, ethische. Guck mal, die Reichweite von den Alter. Das ist ja wiederum krass, ne? Ich sag mal so, 115 Stück ist eigentlich eine Zahl, wo man sagen kann, ja, das haut hin, das ist okay. Aber weil die Mobs halt echt auch viel Death haben und teilweise man wirklich viele da hat. Erholt, da hat man wirklich zu knabbern. Ich weiß jetzt nicht, ob Murumurus, wie die sich verhalten. Ich sag mal so, Jäger wäre natürlich die geile Klasse. Schlechthin, ne? Ist eine richtig geile Klasse. Eigentlich, also das war auch an sich mein allererster Charakter, also erste Klasse, die ich überhaupt genommen habe. Weil es halt echt eine schöne Klasse, ne? Vor allem, du kommst alleine klar. Oh, das ist schon. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so Lust. Na, das war jetzt eigentlich meine Sorge, dass ich jetzt. Ah, die Pilze an. Oh Mann, ey, komm doch mal jetzt ran hier. Oh, da ist noch mehr, sehr schön. Oder auch nicht, man weiß es noch nicht. Na gut, das geht. Also hätte ich genug Armus, wirklich genug Armus und Zeit. Weil das habe ich an sich eigentlich. Würde ich das Effekt. Also ich sag mal so, ich weiß nur nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist hier bei der Quest. Das einzunehmen. Also ich sag mal so, mit dem Verlies, da bin ich dabei. Ne, das würde ich machen. Weil der Aspekt, dass ich vielleicht andere Setteile oder sowas finden könnte, ist schon verlockend. Muss ich ganz klipp und klar sagen. Und 275.000. Also, das ist schon nicht schlecht, ne? Lasst uns noch mal was schauen. Also, wir haben. Ach komm, wir können ja auch mal das wieder machen. Sieht eigentlich immer ganz cool aus. Oder auch nicht. Kann man ja so oder so sehen. Guck mal, wir haben einmal Quest XP Booster. Der ist natürlich ganz geil. Wenn man den gut nutzen tut. Alte Jägerlizenz. 30 Tage handelbar. Ich sag mal so, der 100. Prozent für eine Stunde. Ja, weiß ich nicht. Komm, Jägerlizenz machen wir einfach mal einen Tag. Ich suche eigentlich Täfer, ne? Das hier haben wir Täfer. Guck mal, sehen wir Täfer. Falls es mal wirklich enden wird, können wir es ja trotzdem nehmen. Für einen Tag ist es okay, aber länger, weiß ich nicht. Bringt es halt wirklich nichts. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob das stackt. Hätte ich sonst Dings gemacht. Einmal HP-Verlängerer. Das wäre, glaube ich, ganz okay gewesen. Die machen einfach zu viel Damage, ne? Aber okay, ist okay. Eigentlich wollte ich diesen hier mit Meteor-Einschlag machen. Aber naja, das passt auch schon. Zum Glück stun die uns nicht. Das ist schon wichtig. Weil sonst wäre das wirklich tricky. Okay. Das ist nicht so schön. Also wenn die anderen jetzt hier nicht, ne? Die anderen Mobs.
Puh.